Rennen schaut so aus, als läuft heuer beim Randall der Williams wieder mal wesentlich besser als in der Formel 1. Hinten in der Kreisstraße wird wieder mal der Verkehr massiv behindert, weil der Tobi schnell Rasen mähen möchte. Und schon am Tag vorher wissen wir, ob man ein halbes Dutzend Wartreihen mitten in die Straße direkt vor seinem Urhäuslergarten einstellt. Draußen beim Tennisheim geht der Freund Kammerlohr mit seinem Hund auf Verbrecherjagd und sagt alle Autofahrer hoch. Dominus vobiscum hic est testimonium paupertatis. Der Herr Pfarrer? Das passt schon. Nun gehen alle hin zur späten Stunde vom heurigen Starkbier nach Hause und traget das wohlige Summen und Brummen in euren Schädeln voller ruhigem Stolz und allmächtiger Würde bis zur Haustüre. Leget euch nicht zum vorzeitigen Schlafen in die frischen Blumenrabatte in der Gemeinde. Morgen früh werden die fleißigen Endorfer Hausbesitzer und Gärtner kommen, ihre Blümlein des Frühlings in den Vorgärten selber begießen. Das braucht ihr also heute Nacht am Heimweg nicht machen. Weiterhin dieselben seien mögen. Vor den Augen des Herrn sind Mann und Frau gleich. Aber liebe Starkbierbrüder, als kleine Mahnung, noch für euch, euren späteren Weg in die Düsternis der Feuerwehrbar. Wenn ihr euch zum gemeinsamen Trunke eine Starkbier-Schwester erwählet, der ihr freundlich den Arm bietet, um sie dorthin zu geleiten, dann denket daran, dem Manne vereinfachen Frauen das Leben, verdoppeln die Freuden und verdreifachen die Ausgaben. Kann der Mensch auf die größten Strapazen entbehren. Das kapieren wir dauernd. Und schließlich noch ein abschließendes, tröstendes Wort vom Bruder Barnabas an alle Anwesenden, Tabletten und Nicht-Tabletten. Wir Bayern sind manchmal ganz schön grob, aber wir machen es auch so. Prediger, Schreibers hört leider immer da auf, wo die Humorlosigkeit des Betroffenen anfängt. Erhebet nun zum Abschluss noch einmal eure Maßkrüge gemeinsam und wünscht allen an eurem Tisch eine friedliche Fastenzeit. Ihr Fastenprediger aber wünscht euch Brüder und Schwestern weiter alle die nötige, vom Herrn geschenkte Gesundheit, sodass wir uns hier im Saale im nächsten Jahr voll demütiger Freude wiedersehen werden beim nächsten Male zum traditionellen Starkbieranstich bei der Bad Endorf.